Wir befinden uns heute auf dem Online-Karrieretag 2014 in Köln. Neben mir steht Florian Lewald, er ist Geschäftsführer von Kiss My Ads. Florian, was macht diese Veranstaltung für dich aus? Wir sind hier in Köln natürlich immer auf der Suche nach guten neuen Mitarbeitern. Ich denke, hier sind viele Leute, die sich einfach mal umgucken wollen. Die Online-Branche ist ja in den letzten Jahren eine relative Hype-Branche gewesen. Deswegen denke ich, dass auch immer mehr Leute drauf kommen, die eigentlich nicht so dazu gekommen sind, wie wir, die jetzt gerade auf dem Panel waren. Also quasi aus dem Hobby in den Beruf gekommen. Dementsprechend ist es mal für uns was ganz anderes, neue Leute kennenzulernen, die wir in unsere Branche aufnehmen können und einfach mal gucken, wie das so ist. Sucht ihr aktuell Mitarbeiter und wenn ja, wie sieht so ein klassischer Bewerbungsprozess bei euch aus? Ja, also wir suchen immer Mitarbeiter, weil wir stark wachsen und dementsprechend immer Unterstützung brauchen können. Bewerbungsprozess ist ganz normal, wie bei allen anderen wahrscheinlich auch. Du bewirbst dich über eine Stellenanzeige oder im besten Fall kommst du über einen Kontakt bei uns aus dem Unternehmen oder aus dem Netzwerk. Was uns wichtig ist, dass die Leute ins Team reinpassen und deswegen machen wir immer einen Probetag, wo wir die Leute kennenlernen, wo man einfach ein, zwei Tage zu uns ins Büro kommt, sich mal hinsetzt, guckt, wie wir arbeiten, was wir überhaupt machen und uns vor allem auch kennenlernen kann, weil das Team muss sehr, sehr stark zusammenarbeiten und dementsprechend brauchen wir Leute, die nicht unbedingt die technischen Skills oder die Fähigkeiten selbst mitbringen müssen, sondern vor allem sie passen ins Team und dann finden wir auch den richtigen Job für die Leute. Aktuell herrscht ja ein Mitarbeitermangel in der Online-Branche. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so? Was heißt Mangel? Also ich glaube einfach, dass die Online-Branche mittlerweile so groß geworden ist, dass vor 15 Jahren, da waren wir noch ein kleiner Kreis in Deutschland, irgendwie von 200, 300 Leuten vielleicht. Heute ist es eine extreme Wachstumsbranche. Ich denke, es ist kein wirklicher Mitarbeitermangel oder Bewerbermangel, sondern es ist halt eher bei uns, ob die Leute ins Team reinpassen, ob sie sich mit dem identifizieren können, was wir machen. Und ist auch eine Standortfrage. Also ich denke, wenn wir in Berlin sitzen würden oder in München, wo ich wohne, hat man die Konkurrenz durch in Berlin die großen Startup-Inkubatoren, eine Rocket Internet und Co. In München haben wir die großen Agenturen und die Verlage. Hier in Köln kommen die meisten Leute, die sich bei uns bewerben, vom Fernsehen. Köln ist halt eine Fernsehstadt. Dementsprechend haben die Fernsehsender zwar auch Online-Abteilungen, aber so den klassischen Onliner, wie wir es sind, wo wir herkommen, finde ich in Köln nicht ganz so einfach. Macht aber auch nichts, weil wir uns die Leute entsprechend anlernen und auch gerne Studenten mit null Erfahrung in dem Bereich aufnehmen, weil man kann jeden Tag was Neues lernen. Unser Mobile-Marketing ist wie das Internet-Marketing früher, nur auf kleineren Screens. Und dementsprechend muss man gar nicht die große Vorerfahrung mitbringen, sondern einfach Lust haben und Spaß dran haben, was zu lernen und dann sich in Sachen auch einfach reinfinden. Warum würdest du dann diesen jungen Leuten empfehlen, in die Online-Branche dadurch zu starten? Was macht die Branche für dich aus? Also Online-Branche ist mittlerweile ein wirklich großes Wort, würde ich sagen. Also ich komme ja selbst aus der Online-Branche, mache das schon sehr, sehr lange. Früher war das alles mehr so aus dem Hobbybereich entstanden, wo wir dann durch Zufall Unternehmer geworden sind. Heute ist die Online-Branche ja wirklich schon ein Riesenmonster geworden und wirklicher Impact im Jobbereich überhaupt. Und ich denke, die Branche macht Spaß, weil sie halt, obwohl sie mittlerweile groß und auch erwachsen geworden ist, noch nicht so festgefahren ist wie jetzt irgendwie die klassischen Konzerngeschichten oder was man sonst so früher gemacht hat. Mir hat es immer Spaß gemacht, in der Online-Branche zu sein, weil ich quasi mit wenig Aufwand, mit wenig Investment Sachen machen konnte, die mich interessiert haben, die mir Spaß gemacht haben. Ich denke, was heute auch noch spannend ist in der Branche, vielleicht auch nicht in allen Unternehmen, aber in denen, mit denen wir uns umgeben zumindest, ist, dass man
viele Leute zusammenbringt, die einfach die Sachen machen, um sie zu machen. Und nicht, man strebt nicht diese klassische Karriere an, ich studiere, werde Unternehmensberater, um viel Geld zu verdienen, sondern für mich sind Onliner immer noch eher die Leute, die was machen, um es zu machen, um es zu verstehen, um Spaß dran zu haben, jeden Morgen ins Büro zu gehen. Ja, dann vielen Dank und auch viel Spaß dabei, weiterhin die Sachen zu machen, die du möchtest. Und ja, Dankeschön.